Mal, Judy. Sag mal, hast du nicht alle Tassen im Schrank? Wir haben Musik. Judy, hau ab. Mach mir nicht die Frisur durcheinander. Wir haben eine ganz junge Truppe aus Köln. Der Kern besteht aus drei Musikern, zwei sind Brüder, der dritte der Gitarrist, also ein Bruder spielt Keyboards, der andere Schlagzeug, der dritte ist der Gitarrist, die haben ein eigenes Studio, da können sie in Ruhe rumbasteln und alle drei Jungs haben Musik studiert. Und sie haben jetzt ihre zweite Single vorgelegt und wenn man das hört, dann denkt man, es ist ein englisches oder amerikanisches Produkt. Ist seit einiger Zeit auf dem Markt, es ist auch schon ganz schön losgegangen, aber der ganz kleine Tick nach vorne, also die Top Ten, die sollten sie eigentlich schaffen. Das Ding geht unheimlich los. Und ich sage das immer mal häufiger, dass ich überzeugt bin, dass eine Nummer ein Erfolg wird. Aber jetzt ein Kerlchen gekriegt von der Jule Neigel, die war vor vier Monaten da und jetzt ist sie auf Platz 40 der Charts. Und ich bin eigentlich fest überzeugt, dass State of the Art das auch schafft. Hören Sie sich das an, es ist tanzbarer Pop vom allerfeinsten internationalen Maßstäben. Genügend Love will keep us together! And I feel love will keep us together. And when I try to begin, and I see love will keep us together, and love will keep us apart, keep us apart, make a new start.
the Art. Und ich drücke die Daumen. Bin sicher, das wird was. Viel Glück. Darf noch nachtragen, die drei haben seit einem halben Jahr ein Rockmusical in Bearbeitung. Das wird bald fertig sein, komplett vorliegen, mit Zeichnung, Bühne, alles. Ein Projekt, das auf mehrere Bands ausgelegt ist. Also man kann sagen, Kölns Antwort auf Andrew Lloyd Webber.